Die festen Shampoos nehmen Einzug in die Drogerien, was ich richtig, richtig gut finde. Heute stelle ich dir das Balea feste Shampoo vor und wie ich damit zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wer mich schon ein bisschen länger guckt, weiß, dass diese Serie hier mein Baby ist. Also ich habe vor über einem Jahr angefangen, regelmäßig feste Shampoos zu verwenden, um einfach auch mal dieser Meinung zugrunde zu kommen, feste Shampoos funktionieren bei mir nicht. Jeder Hersteller macht das nämlich ein bisschen anders und es spielt immer eine Rolle, hat der Hersteller Sulfate verwendet? Welche Tenside sind überhaupt in diesem Shampoo drin? Und wie ist die Zusammensetzung? Welche Öle etc.? Also da gibt es nach oben hin alles Mögliche. Und ich habe für meinen Teil bei meiner Haarstruktur festgestellt, dass ich beispielsweise Shampoo-Seifen nicht verwenden kann, weil die sind für meine Haarstruktur schlicht und ergreifend einfach zu fettig, zu heftig. Und das erschlägt mit der Zeit mein Haar richtig. Die werden richtig fettig dadurch. Ich möchte euch an der Stelle auch so ein bisschen nochmals auf das Thema Mikroplastik aufmerksam machen. Mikroplastik ist nicht nur in eurem Peeling von Balea drin, sondern das kann eben auch in flüssiger Form vorkommen, wie in Sonnencremes beispielsweise. Ich habe ein Video zum Thema gemacht, das verlinke ich dir unter dem i. Da findest du auch meine Playlist zum Thema festes Shampoo. Und Balea wirbt nämlich bei diesem festen Shampoo hier, Vanilla Sky, eben auch bei dem anderen von Balea, mit der Tatsache, dass hier kein Mikroplastik oder keine Parabene verarbeitet sind. Ist eine gute Sache. Das zeigt eben auch dem Endverbraucher, dass das eben ein Problem ist. Aber das wird halt einfach immer noch viel zu wenig gemacht. Und Balea, muss man an der Stelle auch sagen, arbeitet unwahrscheinlich viel mit Mikroplastik. Und Balea wird so lange mit Mikroplastik arbeiten, wie der Endverbraucher nicht sagt, das will ich da nicht drin haben. Also macht euch da ein bisschen schlauer. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr in dem Video unter dem i über das Thema gesprochen. Und ja, ist schon mal ein Fortschritt, dass hier kein Plastik verarbeitet ist. Im ersten Shampoo, was ich von Alverde vorgestellt habe, dieses Video findest du auch in der Playlist, haben sie den Fehler gemacht, dass in der Verpackung eben eine Plastikfolie verarbeitet wurde. Macht man oft bei Teebeutel. Und ich kann das so ein bisschen verstehen, wenn man gerade mit viel Ölen arbeitet, dass eventuell dieses Produkt dann doch irgendwie ausbluten kann in die Verpackung, was natürlich am Ende im Regal nicht so schön aussieht. Aber ich habe noch kein Produkt gesehen, wo das wirklich hundertprozentig der Fall war und ich habe jetzt ja auch schon einige ausgetestet. Ich komme mit diesem Shampoo hier richtig gut zurecht, auch wenn die Inhaltsstoffe jetzt nicht so super toll sind, kann ich trotzdem sagen, es sind wenige und es ist Sodium-Kokosulfat enthalten. Ist ein Sulfat, aber es ist ein abgeschwächteres Sulfat. Also es ist nicht so extrem reizend wie andere Tenside. Und man muss immer für sich auch selber so ein bisschen probieren. Kommt man damit zurecht oder kommt man damit nicht zurecht? Ich komme unwahrscheinlich gut zurecht, weil ich dann auch so ein Mensch bin, ich liebe Schaum. Also ich habe schon viele Methoden ausprobiert, was das Haarewaschen betrifft. Und ich bin einfach immer zum Entschluss gekommen, mir fehlt der Schaum. Und dieses Schäumen hat natürlich nichts mit Reinigen zu tun. Das müssen wir aus den Köpfen kriegen. Aber nichtsdestotrotz mag ich das Schäumen einfach. Und ich habe schon viele meiner Zuschauer erlebt, die eben genau das Gleiche gesagt haben. Schäumen ist was Tolles, hat aber nichts mit Reinigen zu tun. Nichtsdestotrotz reinigt dieses Shampoo einfach unwahrscheinlich gut. Kommen wir mal zur Form. Das ist einfach eine unwahrscheinlich praktische und tolle Form. Wer schon lange feste Shampoos verwendet, gerade so runde sind einfach unwahrscheinlich unpraktisch. Warum? Weil du einfach der Versuchung nahelegst, das Shampoo so in die Hand zu nehmen und das dann einfach so auf dem Kopf zu verteilen. Was natürlich irgendwann mal die Auswirkung hat, dass du nur noch so ein ganz feines Blättchen hast und das ärgert mich einfach jedes Mal aufs Neue. Bei solchen Shampoos gehe ich immer her und brauche die Seiten ab. Also ich gehe wirklich her und gehe mit der flachen Seite über meinen Kopf
Und das passt einfach richtig gut. Hier war ich nur an der Stelle zugange, um einfach auch mal ein bisschen zu gucken, wie schnell verbraucht sich dieses Shampoo. Der Hersteller sagt 60 Mal, dann wäre es verbraucht. Es kommt aber auch je nachdem auf deine Haarstruktur und auf deine Haarlänge an, wie viel Shampoo du verwendest. Grob 60 kann man sagen. Ich verwende es jetzt schon, jetzt lasst mich nicht lügen, es sind schon 3 Wochen, wo ich es jetzt verwende. Und ich merke es einfach jedes Mal aufs Neue durch das, dass ich halt eine sehr feine Struktur habe und jetzt besonders in meine Haare eben Leinsamengel reingebe und oben eben als Trockenshampoo Heilerde, habe ich halt schon so dieses Verlangen nach 4 Tagen, ich kriege jetzt meine Haare 4 Tage hin, dass ich meine Haare möchte ich dann waschen. Die müssen sauber sein, die müssen quietschsauber sein sogar. Was vielleicht gerade bei Menschen mit fettiger Haut natürlich nicht ganz so toll ist. Aber deswegen versuche ich auch, diesen Haarwaschrhythmus so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Nochmal, wenn du jemand bist, der fettige Haut hat, ist vielleicht so ein Shampoo nicht gerade das Beste. Aber das ist auch immer so ein bisschen, wie geht man mit der Sache um? Ne? Also wie oft wäscht man die Haare? Verwendet man jedes Mal dieses Shampoo? Ich habe es mit Shampoos versucht, die ohne Alkohol, ohne Duftstoffe auskommen und sehr mild formuliert sind. Und ich war jedes Mal unglücklich, weil meine Haare einfach nicht sauber waren. Also für mich ist diese Methode des Haarewaschens nach 4 Tagen im Moment einfach sehr gut. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, dass meine Haare nicht mehr ganz so fetten, trotz diesem Shampoo. Vielleicht ist es was, was dir hilft, was ich jetzt gesagt habe. Also es trocknet nicht so extrem aus, was ich richtig gut finde. Wir kommen hier mit 10 Inhaltsstoffen. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Bei jedem Mal zählen habe ich was anderes rausgebracht. Also sagen jetzt mal grob mit 10 Inhaltsstoffen zurecht, wovon 3 Stück Farbstoffe sind. Also hat man insgesamt 7 Inhaltsstoffe plus 3 Farbstoffe, um diese komische, peachige Farbe hinzubekommen. Ich frage mich halt immer, warum so ein Produkt Farbe haben muss. Das ist halt was, wo man immer noch sagen kann, das muss es nicht unbedingt sein, aber hier wurden hauptsächlich, wie ich schon nachgelesen habe, mit Nahrungsmittelfarben gearbeitet, wie schwarz. Ich hoffe, ich krieg's nochmal zusammen. Es war ein Orange dabei, es war ein Schwarz dabei und es war ein Rot dabei. Und das muss anscheinend dann die Farbe hier geben. Ich vermute halt mal, sowas wird eben gefärbt, weil die ursprüngliche Farbe jetzt nicht sehr kaufeinladend ist. Aber ich würde den Kauf eines solchen Produkts eh nie an der Farbe ausmachen. Ja? Also es geht immer darum, ob du mit dem Produkt zurechtkommst oder eben nicht. Und ich muss an der Stelle sagen, ich komme super mit dem Produkt zurecht, zumal es eben für einen kleinen Preis zu bekommen ist. 2,95 Euro ist großartig. Wer sich mal in dieser Sektion so ein bisschen aufgehalten hat, wird feststellen, da gibt es einiges. Ich habe auch schon selber Shampoos für 11 Euro auch getestet. Also da geht echt einiges, wobei ich echt bei dem sagen muss, das könnte mein Standard-Shampoo sein. Also das möchte ich tatsächlich immer irgendwie hier haben, weil das einfach so wunderbar funktioniert. Also das ist richtig, richtig klasse. Und noch ein kleiner Tipp von einer Zuschauerin von mir, sei gegrüßt an der Stelle. Wenn du mit so einem festen Shampoo nicht zurechtkommst, kannst du das ganze Stück immer noch als seiftfreies Waschstück verwenden, was ich eh mache. Also das ist schon mal eine ganz tolle Sache, wenn du wirklich mit einer Sache nicht wirklich gut klarkommst, nimm es einfach als Waschgel. Deiner Haut schadet es nicht, Seife ist eher so ein Ding, was mehr deiner Haut schadet. Nimm so ein ungeliebtes Shampoo, was nicht auf deinem Kopf funktioniert und wasch dich damit. Das ist ein richtig guter Tipp, um wirklich auch solche Produkte zu verbrauchen. Mein Standardspruch an der Stelle ist immer, wenn du andere Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht hast, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das hilft dem Zuschauer, der jetzt überlegt, ob er sich dieses Produkt kaufen soll oder nicht kaufen soll, um wirklich abzuwägen, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht. Und wir reagieren halt auf so Inhaltsstoffe alle individuell und wir haben halt alle auch so ein bisschen eine andere Haarstruktur. Meine ist halt eher fein,
Ich habe Gott sei Dank viele Haare, sage ich immer, aber halt feines Haar. Und das will halt so Reinigung haben. Ja? Also ich merke das richtig, wenn mein Haar zu viele Pflegestoffe hat, dann wird das richtig so platt und es hängt auch nach unten. Also da ist jeder auch so ein bisschen anders. Also schreibt gerne unten in die Kommentare und denkt nochmals dran, unter dem i findest du eine ganze Playlist zum Thema festes Shampoo. Falls du mir Vorschläge hast, was ich das nächste Mal austesten soll, schreib mir das gerne auch unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video doch einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, ein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.